Ein herzliches Willkommen zur nächsten Total Warhammer 2 Jeder gegen jeden Schlacht. Diesmal ein Zuschauer-Battle, das mir von Philus Maximus eingesendet wurde. Vielen Dank, Philus, dafür. Extrem cool, extrem interessante Schlacht. Ich habe es mir gestern schon mal angeguckt und ich muss sagen, echt coole Schlacht und wo man auch mal wieder richtig sieht, wie interessant diese Free-for-Alls sein können. Ich gehe trotzdem hier nochmal auf Pause und ich würde sagen, wir schauen uns mal die Builds an. Philus hat hier einen extrem coolen Skaven-Build dabei und wir bleiben auch mal in der Tradition dieses Kanals jetzt momentan und schauen uns nochmal einen nächsten Skaven-Build von einem anderen Spiel an. Und ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Er hat hier an den Flanken jeweils Clanratten, Sklaven mit Sturmratten mit Hellebarden. Und in der Frontlinie auch nochmal Clanratten mit Schilden und Sturmratten, die ewig halten werden für Skaven-Maßstäbe. Dahinter noch die Todeswindel-Grenadiere und zwei Flammenwerfer. Die Warp-Flammenwerfer. Als Lord hat er einen normalen Kriegsherrn auf einem Knochenreißer dabei, sowie zwei Assassinen als Garde und einen Seuchenpriester mit Pestodem, der Rattenflut und der verseuchten Geburt, also er kann die ganzen Beschwörungen. Und ansonsten hat er hinten dran noch jede Menge Skaven, Sklaven mit Speeren und zwei Einheiten Schleuderer. Also die einzige Kritik, die ich noch hier hätte, wäre, dass er keine Giftwindkrieger dabei hat. Würde ich definitiv mitbringen, aber dafür hat er halt die Sturmratten. Von daher hat er schon was ziemlich Effektives gegen Große. Und ansonsten finde ich den Build ziemlich cool. Die Sklaven im Rücken dürften eigentlich relativ lang halten und dafür sorgen, dass dann Philus hier Gegenmaßnahmen gegen Angriffe von hinten starten kann, in Form von zum Beispiel ein paar Einheiten der Hellebarden, die dann nach hinten abgeordert werden, oder der Helden und so weiter. Also es ist aber trotzdem eher eine Skaven-Armee, die auf einen Angriff ausgelegt ist, und wir gehen mal ganz kurz über die anderen Builds noch drüber. Wir haben hier auf der anderen Seite den guten heißen Mino, der die Echsenmenschen spielt, und er hat hier eine Frontlinie aus Skinks dabei, mit einer zweiten Linie aus Sauruskriegern mit Schilden dahinter, sowie einem ehrwürdigen Stegadon. Extrem tolle Einheit und finde ich nicht so kosteneffektiv irgendwie. Ich habe da bisher nicht so tolle Erfahrungen gemacht damit. Der hat immer nicht so performt, wie man für den Preis erwarten sollte. Das Bastilladon mit dem Kristall der Wiederbelebung, sehr gute Einheit. Dann Tempelwächter und noch einen Wiederbelebungskristall. Krokka auf Grimlock. Eine Einheit Echsenreiter mit Speeren. Auch eine relativ gute, ausgewogene Armee der Echsenmenschen, die auf Heilung ausgelegt ist. Also ein Nahkampf, Fleischwolf, Blob. Hier drüben haben wir die Echsenmenschen von King of the Dead, Hashtag Woke, der ja eine Monsterarmee dabei hat, finde ich irgendwie ein bisschen affig. würde ich jetzt nicht so machen, vor allem wenn man weiß, wie ineffektiv solche Monstereinheiten ohne Infanterieunterstützung meistens sind. Ja, er hat halt ein paar Kroxigurte und Bastilladons. Und hier nochmal ein Skaven-Spieler, der zwei Einheiten Warblitz-Kanonen dabei hat. Sowie ein paar Clan-Ratten dahinter, zum Schutz noch Sturmratten und auch Flammenwerfer. Die Flammenwerfer habe ich noch nicht so richtig ausprobiert. Also beziehungsweise doch, ich habe sie schon ausprobiert. Konnte sie allerdings bisher noch nicht so wirklich effektiv einsetzen. Ich habe schon immer so 50, 60 Kills mit denen, aber ich hätte gerne noch mehr und irgendwie ist es schwierig, die in eine gute Position zu bringen. Dann hat der Quick einen Warlock-Techniker und eine Assassine. Den Warlock-Techniker werde ich auch noch ein bisschen mehr ausprobieren jetzt in nächster Zeit, weil er dieses Netz hat für fliegende Einheiten. Fliegende Einheiten sind für die Skaven eine Qual. Dann hat er noch zwei Schattenläufer mit Schleudern. Also wir haben uns die Armeen jetzt halt doch noch relativ genau angeguckt. Ja genau, und Philus hat hier noch im Wald eine Einheit der Gossenläufer mit Gift versteckt und den Wurfsternen. Und wir gucken mal, was hier jetzt taktisch gerade so passiert. Hier drüben finden sich die beiden Spieler auf der anderen Seite zusammen und bilden hier eine Schlacht. Und hier drehen sich die beiden Armeen hier zusammen, um sich zu begegnen.
Und Philus und der Echsenmensch starten beide den Sturmangriff auf die andere Armee. Macht doch Sinn, denn beide Armeen sind ja so ein bisschen dafür ausgelegt, einen Sturmangriff zu starten. Und wir sehen hier, die Skinkohorten treffen jetzt hier auf die Sklaven. Und Philus flankiert hier mit seinen Sturmratten noch, versucht hier rumzuflankieren. Stegadon bricht hier tatsächlich durch die Sklaven durch und sie brechen auch hier jetzt. Die haben natürlich keine Chance gegen die Skinks leider. Hier die Clanratten haben da schon eine bessere Chance gegen die Skinks. Auch hier brechen die die Saurier hier mit rein in den Nahkampf und richten Verwüstung unter den Clanratten an. Die Skinks fliehen allerdings schon und hier drüben stehen jetzt die Clanratten. Der Echsenmensch bildet hier einen relativ großen Blob und schickt seine ganze Infanterie in den Nahkampf. Auf die eine Frontlinie, könnt ihr auch flankieren. Hier schafft der Gegner von Philus mit seinen drei Monstern hier in die Frontlinie, in die Backline zu kommen, um die Helden von Philus zu snipen. Philus reagiert allerdings, indem er seine Speere hier reinzieht und die Monster des Gegners mit allen möglichen Fernkampffeuer fokussiert. Er zieht jetzt hier seinen General raus, um ihn zu schützen, und lässt seine beiden Assassinen mit drin. Krokgar nimmt schon ziemlich heftigen Schaden und hier sehen wir den Pestodem, wie er auf den Echsenmenschenbloppen niedergeht. Sehr gut aufgepasst von Philus, dass er dieses Bloppen des Gegners hier möglichst effektiv bestraft. Und in dem Moment bräuchte Philus jetzt halt ein paar Giftwindkrieger, dann könnte er das Monsterproblem, das er hier hat, schneller lösen. Allerdings bringt er jetzt halt hier von der rechten Flanke noch eine Einheit Stormwürmen rüber, um hier auf die Echsenreiter sowie auf den das Bastillaton ein bisschen Druck auszuüben und die dazu zu zwingen, entweder sich zurückzuziehen oder einfach im Kampf gegen sie zu sterben. Hier nutzt er seine Gossenläufer, um fliehende Echsenmenscheneinheiten zu dezimieren, und die Flammenwerfer öffnen jetzt das Feuer hier auf das Bastillaton. Kein besonders gutes Ziel für das Bastillaton mit seiner 140 Rüstung. Würde das für Tage und Wochen einfach fressen können, dieses Flammenfeuer, das ja relativ wenig rüstungssüchtigen Schaden macht. Und hier sehen wir auch die Effektivität der Sturmratten im Nahkampf mit den Echsenmenschen. Sie können sowohl gegen die Sauruskriege als auch gegen die auch gegen die Monster was tun. Und wir sehen auch hier drüben, wir gucken mal kurz hier rüber. wir sehen nämlich immer mal wieder so vereinzelte Impulse von den Sonnenmaschinen hier, die in den Nahkampf hier drüben ballern und sich ein bisschen verirrt haben anscheinend. Die Kroxigore werden hier von den Skaven relativ gut aufgerieben. Die Skaven haben allerdings auch genau die falsche Frontlinie gebracht, um gegen diese Kroxigore zu kämpfen. Sie haben zwar eine Einheit Sturmratten hier, allerdings haben sie ansonsten extrem teure Anti-Infanterie-Truppen hier im Nahkampf gegen die Kroxigore, so wie zum Beispiel die Seuchenmönche hier oder die Seuchenschleuderer, die jetzt hier schon auf der Flucht sind. Und die Kroxigore und die Bastillerons räumen hier ganz gut mit den Skaven auf der Seite auf, nehmen dabei aber auch nicht wenig Schaden selber. Und wir gucken wieder hier rüber zu Philus auf die Seite und sehen, dass die Echsenmenschen hier noch so ein bisschen eine letzte Bastion der Resistenz haben. Allerdings hier auf der linken Flanke schon auf der Flucht befindlich waren, sind jetzt hier allerdings wieder zurückgekommen. Philus hat hier auf der linken Flanke deswegen ein bisschen wenig Truppen jetzt gerade, um die zurückgekehrten Skinks hier aufzuhalten, die jetzt halt hier wieder auf seine linke Flanke niederprasseln. Die Monster hat Philus mittlerweile ganz gut gemanagt. Das ehrwürdige Stegadon mit seinen MGs vorne auf dem Rückenplateau war hier kurz vor der Flucht. Er hätte beinahe die Karte verlassen. Hier hat Philus allerdings einen Fehler gemacht. Er hat das Bastillaton nicht lang genug verfolgt und es konnte sich dann hier hinten tatsächlich wieder sammeln. Ungefähr hier hat sich es wieder gesammelt und kehrt jetzt hier zurück. Ist allerdings schon so angeschlagen und kämpft jetzt halt mit den Sturmratten mit Hellewaden, die ihm hier jetzt noch den Rest geben werden, hoffentlich. Der Helden-Kill-Squad von Philus hat sich jetzt hier wieder gesammelt, hat es geschafft, alle Bedrohungen zu eliminieren, die den Rücken ihrer Armee gefährden. Der Nahkampflord auf dem Knochenreißer hat sich jetzt hier auf der rechten Flanke Nahkampf gemischt
Und jetzt befinden sich langsam die Echsenmenschen endgültig auf der Flucht und erleiden jetzt auch hier schon die Armeeverluste. Beinahe. Hier hat sich noch eine Einheit. Nee, das war's jetzt für die Echsenmenschen. Die Armee ist aus dem Spiel genommen. Da hat Philos einen guten Job gemacht, sich hier um die Echsenmenschen zu kümmern. Und er wird sich wahrscheinlich jetzt hier in der Mitte des Gefechts des Schlachtfelds sammeln, um dann hier den Gegner, der noch übrig bleibt, endgültig zu vernichten. Er hat noch eine relativ gesunde Armee. Und wir gucken einstweilen hier nochmal rüber auf den anderen Kampf. Die Echsenmenschen bleiben hier im Gefecht mit ihrer Raserei. Haben die wirklich eine gute, fast schon in Richtung Chaos-mäßig gehende Staying Power, die ihnen erlaubt, lange in diesen fleischwolfartigen Gefechten zu bleiben. Und hier wirkt Master Mundi tatsächlich noch die Zerstörung der Städte und erwischt auch tatsächlich eine relativ teure Einheit von Philos, die Sturmratten hier. Allerdings mit diesen zufällig generierten Richtungen geht er hier nur leider waagrecht durch das Regiment durch und nicht senkrecht, also entlang der Linie, sondern durch die Linie durchkreuzen. Hier hat der Echsenmensch jetzt keine Wahl, als seine Kroxigurre in die Sturmratten hier rein zu chargen, was natürlich ein extrem schlechtes Ziel ist. Die Sturmratten sind dafür gemacht, Kroxigurre zu vernichten. Master Mundi netzt jetzt hier drüben noch das Flankenmanöver von Philos und versucht hier die flankierenden Clanratten mit Speeren aufzuhalten. Dieses Netz ist allerdings für die Echsenmenschen nur bedingt nützlich. Es ist besser für die bei den Hochelfen, mit denen man dann tatsächlich auch genetzte Gegner durch den Sternkampffeuer vernichten kann. Deswegen will ich auch ein bisschen mehr mit dem Netz der Skaven noch arbeiten, für die Situation, wenn bald vielleicht dann die Warblock, Jazzels und die Schwarzpulvereinheiten der Skaven rauskommen werden, dann wird man mit dem einiges an Schaden machen können und eine der größten Schwächen, die Skaven momentan haben, noch negieren. Und wir sehen jetzt hier, die Sturmratten sind jetzt natürlich absolut Gold wert. Die Sturmratten werden Philos jetzt hier wirklich sehr helfen gegen diese ganzen Monster, die hier der Gegner dabei hat. Er hatte ja nur Monster dabei. Da ist natürlich Sturmratten zu haben wirklich Gold wert. Wir haben hier allerdings jetzt das Problem, dass er noch diese relativ gesunden Todeswindkugelgrenadiere dabei hat, die jetzt hier mit ihren Granaten in solche Nahkämpfe wie den hier drüben jetzt reinschießen. Dabei einiges an Schaden an den Monstern der Echsenmenschen machen. Aber wir sehen auch hier, die werden halt auch extremen Schaden an der eigenen Infanterie machen. Und genau in solchen Kämpfen sind diese Todeswindgrenadiere oftmals für euch selber ein größeres Problem als für den Gegner. Wir sehen jetzt hier dieses massive Monster-Crescendo, das hier auf die Ratten einhagelt. Allerdings sind die Sturmratten hier für Ratten untypisch noch relativ standhaft und kämpfen hier auf den letzten Metern ihres Moralbalkens noch weiter gegen die Kroxigurre und schaffen es tatsächlich, die Kroxigurre auch zu vertreiben, die auch schon kurz vorm Tod sind. Hier drüben hat das Echsenmensch auch das Problem, dass seine Monster jetzt langsam fliehen, dass sie durch diese effektiven Nahkampfeinheiten auch so viel Schaden nehmen, dass ihre Moral so schnell fällt. Sie werden wahrscheinlich sogar teilweise wieder zurückkehren. Die Einheit hier ist zwar sehr beschädigt, hat aber noch viele Modelle. Allerdings ist das Problem, das der Echsenmensch auch hier hat, dass sein General, der Master Mundi, hier drüben steht und nicht bei seinen Truppen, bei seinen fliehenden Truppen, um ihre Moral aufrechtzuerhalten. Er selber ist auch schon fast kurz vorm Tod. Gucken wir mal, ob die eine Salve ihn jetzt noch niederringen kann. Nein, noch nicht, aber fast. Er hat nur noch 710 HP. Also der wird wahrscheinlich auch bald fliehen. Er ist auch gerade auf der Flucht. Und hier drüben haben wir noch den tatsächlich noch am Leben. Den Skaven, der noch am Leben ist. Lustigerweise mit einigen wenigen restlichen Truppen. Allerdings noch zwei Helden. Drei Helden sogar. Aber so wie es aussieht, ist die Armee von Philos hier jetzt halt momentan überlegen. Philos hat auch... Da fressen die Sturmratten nochmal einen Laserschuss von dem Bastillon, das sich hier drüben noch gesammelt hat. Philos steht momentan von den Punkten her recht gut da. Er muss allerdings jetzt aufpassen, nicht noch durch die sich wiederkehrenden Echsen hier drüben so beschädigt zu werden, dass er nicht der Letzte ist, der auf dem Schlachtfeld steht. Denn wenn tatsächlich der Echsenmensch schaffen sollte, die
das Spiel hier noch als letzter Leben zu verlassen, dann kriegt er den Bonus und wird wahrscheinlich Philos überholen von den Punkten her. Die Skaven hier, die jetzt halt in die Flanke reinrennen, sind nicht mehr so eine große Gefahr für Philos. Jetzt muss er sich halt entscheiden, entweder er kämpft jetzt hier gegen die Skaven oder er vertreibt die Echsenmenschen, die eigentlich noch stärker sind als die sich gesammelten Skaven hier drüben. Hier macht der Skaven-Spieler, der The Bearded Dwarf oder was wie er heißt, nochmal ein bisschen Quatsch und stattet diese Explosion jetzt außerhalb des Nahkampfs und kämpft jetzt hier gegen Assassinen. Ich hoffe mal, dass Philos den Trophäensammler castet. Wunderbar, das heißt, das ist der Tod für den Huik hier, der noch übrig ist, denn mit null Nahkampfabwehr wird er so schnell Schaden fressen. Und gerade mit dieser Umzingelung hier, dass er innerhalb von kürzester Zeit vernichtet wird. Die anderen Ratten, seine Kollegen sind jetzt hier schon auf der Flucht und er leidet jetzt auch tatsächlich Armeeverluste. Damit ist die Skaven-Gefahr auch gebannt. Philos muss sich jetzt nur noch sammeln. Wir verschaffen uns mal eine leichte Übersicht. Philos hat jetzt hier noch eine gesunde Einheit Sturmratten und eine ganz mittelprächtige gesunde Einheit Speere. Er hat noch diese Nahkämpfer und es sieht so aus, als würde Philos sich diese Schlacht an sich reißen, denn mit den ganzen Anti-Large-Einheiten, die er noch hat, kann er schon einiges reißen. Allerdings sind diese Triceratops, diese Stegadons, wirklich relativ gute Nahkämpfer. Also viel besser als die Bastillodons, die ja mehr so Schadensschwämme sind. Wir sehen auch hier diese Blobs, die sich jetzt um diese monstermäßigen Dinos bilden, werden natürlich immer wieder zur Seite gescheucht. Philos Truppen fliehen hier auch schon teilweise und er musste jetzt halt wirklich nur noch auf seine Sturmratten verlassen, die jetzt halt hier gegen die Dinos kämpfen. Wenn die Sturmratten jetzt brechen, dann wird Philos das Spiel auf jeden Fall verlieren, denn er hat allerdings jetzt mittlerweile schon diesen relativ guten Vorsprung aufgebaut. Wenn allerdings der Bonus von 2000 für den letzten, der im Spiel ist, noch greift, dann wäre das natürlich das Aus für Philos, aber wir sehen hier, Philos kann das Spiel noch an sich reißen. Es war auch ein verdienter Sieg. Gute Armeezusammenstellung, war für viele Gefahren gewappnet. Ganz anders als solche Armeen wie jetzt hier von King of the Dead mit dieser Monster-Armee. Obwohl die Kroxigore viele Kills gesammelt haben, allerdings wenn jetzt der Skaven-Spieler, gegen den er gespielt hätte, mehr Anti-Large gehabt hätte, dann wäre das natürlich nicht so gut für ihn ausgegangen. Wir gucken uns noch die anderen Armeen mal an. Wir sehen jetzt hier, er hatte halt diese beiden Sturmratten, hat sie aber nicht gut genug eingesetzt. Und die Warblitz-Kanonen kann man jetzt nicht irgendwie, von denen kann man jetzt nicht erwarten, aufgrund ihrer niedrigen Feuerrate, dass sie mit so Einheiten, wenn ihr jetzt halt irgendwie mit gegen 5 Kroxigore kämpft, dass sie da ernsthaften Schaden machen. Da braucht ihr dann schon sowas wie Giftwindkrieger. Und unser anderer Echsenmensch hat auch viele Kills gesammelt, allerdings hat es nicht gereicht gegen die massive Anzahl der Skaven. Ich weiß gar nicht, ob er seine Heilkristalle effektiv eingesetzt hat. Vielleicht hat er sonst länger noch gehalten. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, gutes Spiel an Philos und seine Gegner. War ein extrem cooles Match. Philos hat mir auch noch gesagt im Chat, dass er sich eigentlich mit dem Skaven-Spieler, mit dem lilanen Skaven-Spieler, der noch am Ende übrig war, darauf geeinigt hat, den Echsenmensch zu vernichten. Aber wie wir gesehen haben, hat der Skaven in guter Skaven-Tradition sein Abkommen mit Philos dann gebrochen und hat versucht, ihm durch einen Stich in den Rücken den Rest zu geben, hat dann allerdings nicht funktioniert. Insofern auf jeden Fall ein cooles Match. Hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ich bedanke mich bei Philos fürs Einsenden dieses extrem lustigen Replays. Und wenn ihr noch Replays habt, könnt ihr die mir auch gerne einsenden. socom1@gmx.net ist die Adresse. Würde ich mich tierisch freuen. Ich freue mich immer, wenn ich interessante Schlachten von euch kriege. Und ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann, ciao.